12:33 Uhr, Montag, 20. März. Ich rufe St. Augustins Gruppe an, wegen der Besuchsregelung mit meiner Partnerin, Frau Eifert. So, kurz gucken, dass sie abschalten. Außerdem habe ich heute Nachmittag einen Termin. Außerdem habe ich einen Termin heute Nachmittag in der St. Augustinsgruppe, ambulant, in Kroschenbruch. Ich weiß aber nicht mehr wann. Ich bin im Chaos hier nicht mehr den Terminzettel. Diese zwei Sachen muss ich regeln. Und dafür rufe ich jetzt Neues an. Ihr seid wieder live dabei. Gucken wir mal, was die zu sagen haben. Bin ganz entspannt und ruhig. 0221 529 9910. Ja, schönen guten Tag, St. Augustins Gruppe. Mein Name ist Ahmed Yilmaz. Ich rufe wegen zwei Sachen an, die wichtig sind und die Augustins Gruppe betreffen. Einmal die Besuchsregelung, da müsste ich einen entsprechenden Verantwortlichen sprechen, mit Frau Maike Elfeld, meiner Partnerin, die mir nicht zurzeit gewährt wird. Angeblich aus gesundheitlichen Gründen gegenüber der Frau Elfeld. Das stimmt aber nicht. Ich schade weder ihr noch irgendwie jemandem anderen Die dort. Patientin in einem Krankenhaus von uns? Meine Partnerin? Ja. Wo liegt sie denn? In welchem Krankenhaus? Im Josef-Krankenhaus in Neuss. Ja, und da gibt es ein Fallmanagement. Da würde ich anrufen. Na Also gut, in dem also, Krankenhaus. okay, zu Ihrer Dann musst du Information. ihr Anliegen genau da nochmal schildern. Aber es ist nicht fair. Das muss vor Ort eigentlich geregelt werden. Ich muss was mit dem Arzt besprechen. Das geht nicht, dass man Ja. mich meiner Partnerin enthält. Man kennt Ja. mich. Man kennt mich dort sehr gut. Ich bin derjenige, der dort vor einiger Zeit dort auch inhaftiert war. Oder sagen wir so, man hat mich gut behandelt letztes Mal, ja. Ich war ruhig und entspannt gegenüber den Aussagen der Polizei und meinen Nachbarn. Ich wäre mit dem Beil hinter denen hergelaufen. Ich mache sowas nicht. Aber ich mache auch Aufzeichnungen. Rechtliche Aufzeichnungen, die auch die Augustinusgruppe betreffen. Weil ich dort nicht immer gut behandelt worden bin. Im August nicht. Wenn Toilettengänge reglementiert werden, wenn Luftzugänge im Sommer reglementiert werden und man dafür sozusagen Maßnahmen ergreift, bis hin zu einer Fixierung, dann habe ich ein Problem. Wissen Sie, ich bin derjenige, der Aufnahmen macht, wie, weil jemand anders fixiert werden sollte, dort die Feuerwehr gerufen wird. Und ich 600 Euro zahlen muss. Darum mache ich Aufnahmen. Aufzeichnungen, wie jetzt genau in diesem Moment, die ins YouTube kommen werden und auch kommen gleich. So, die Besuchsregelung ist nicht human. Das ist Fallmanagement, kann ich Dann anrufen, natürlich. woanders jetzt gelandet. Nein, nein, ich bin schon richtig Bist gelandet. ja jetzt nicht im Krankenhaus. Nein, ich bin ja richtig gelandet. Ich war bei PsychKG dort, da habe ich Frau Maike Elfeld kennengelernt. Ich betreibe eine offene Gesellschaft, Wirtschaft, Interessenrecht, WIR, wir. Die erlaubt mir, Aufzeichnungen zu machen, weil es von öffentlichem Interesse ist, wie das in Krankenhäusern abläuft. Es kann nicht sein, dass ich von meiner Partnerin mir ferngehalten wird. Es ist nicht gut für ihre Gesundheit. Und man kennt mich, ich bin querulant. Man hat mich dort, weil ich der Dame geholfen habe, die fixiert werden soll und so weiter und so fort. Fangen wir gar nicht an, politisch zu werden, meine Dame, ja? Fallmanagement, kann ich anrufen. So, das ist aber viel Arbeit. Gut, haben wir den ersten Punkt schon mal erledigt. Das werde ich nochmal mit Herrn Dr. Weißen regeln müssen. Das ist der zuständige Oberarzt. Aber es ist nicht fair und gerecht, zwei erwachsenen Menschen oder der erwachsene Mensch zu sagen, was gut und richtig für die ist. Dazu haben die Götter, die Ärzte nicht das Recht dazu, nicht die Möglichkeit dazu zu entscheiden, ob ich oder ich ihr gut tut oder nicht. Diesen Auftrag der Frau Elfeld, mich anzunehmen, hat einer der Pfleger gemacht und die Frau Elfeld ist auch selber zu mir zugekommen und hat gesagt, ich will dich kennenlernen. Wir sind Partner, schon seit einiger Zeit. Seitdem ich im
21.02.2023 dort erschienen bin mit Polizei, die aber auch Unrecht war. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Aber kommen wir zum zweiten Punkt, meine Dame. Ich habe einen Termin heute Nachmittag in der Institutsambulanz in Korschenbruch. Ich habe auf die Schnelle das nicht gefunden im Internet. Ich brauche aber die Telefonnummer. Ich kann, weil, ja. Sie könnten mir die Telefonnummer jetzt nennen von beiden Fallmanagement. Und aber wichtiger wäre erstmal noch für mich die Ambulanz in Korschenbruch. Weil ich glaube, ich habe einen Termin heute Ich Nachmittag. verbinde Sie dann mal zur Oh, super. Zentrale, Ja. Alexis Jürgen. Sie haben alle Rufnummern und ich Danke sammle vielmals. einfach mal die Danke Nummer vom vielmals. Fallmanagement. Danke Ja, vielmals. dann Einen schönen sammle Tag ich noch. die Nummer und verbinde Sie auch. Danke. Danke. Tschüss. Schönen guten Tag, Zentrale. Ich müsste einmal verbunden werden, bitte, wenn Sie erlauben. Mit Korschenbruch Ambulanz, da habe ich heute Nachmittag einen Termin, aber ich finde im Chaos Ja. hier die Sachen nicht. Ich stimme zu den Kollegen durch. Einen Moment. Danke vielmals. Ja, danke schön. Auf jeden Fall. Testung läuft. Aufzeichnung läuft. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Ambulanz St. Fabiola Korschenbruch der Augustinus-Kliniken Neuss. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Diese sind wie folgt: Montag bis Donnerstag von 8:15 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13 Uhr bis 16:30 Uhr. Am Freitag von 8:15 Uhr bis 15 Uhr durchgehend. Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie in dringenden psychiatrischen Notfällen aus dem Rhein-Kreis Neuss kommend das Alexius-Josef-Krankenhaus unter der Rufnummer 02131 529200. Aus Mönchengladbach kommend die LVR-Kliniken Viersen unter der Rufnummer 02162 96. Danke, hat sich erledigt, Fabiola Kliniken. Hat sich erledigt, Fabiola Kliniken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Peace.